Guten Morgen, Freunde. Ich bin's, Micha, von Autoaktiv. Ja, hab heute Morgen mal aus dem Fenster geguckt. Ich denke, na, das Wetter passt immer noch. Ganz leicht gefroren. Okay, also, was bedeutet das natürlich? Mal die Kamera einpacken, ein bisschen spazieren gehen. Vielleicht finden sich ein paar Motive. Ein bisschen fotografieren üben. Okay, und wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen was von Lübecker Wäldern und so weiter zu sehen, ja, dann kommt einfach mal mit. Ich gehe nämlich erstmal los. Auf geht's. Los. Ja, scheinbar bin ich nicht der Einzige, der unterwegs ist. Weil im Hintergrund hört man irgendwelche Kinder oder was. Aber gut, die haben noch Ferien, bei dem Wetter natürlich, raus in den Wald, logischerweise. Ja, so relativ früh, aber wir haben eh Winter, die Sonne steht relativ flach. Und bei so einem Wetter passt das natürlich. Wenn man jetzt das richtige Motiv findet, Licht passt, da hängen überall die Kleiber. Das ist jetzt kein Kleiber, sondern sieht eher aus wie Zaunkönig. Ja, wie gesagt, Licht passt. Wir gehen mal gucken, ob wir irgendwelche Motive finden. Und dann mal los. Okay. Bin natürlich ein absoluter Foto- und Filmanfänger. Ah, hier, das könnte natürlich da hinten, wenn ich das so sehe. Weil hier gibt es nämlich einen Waldkindergarten. Das sind sie wahrscheinlich. Ach, guck mal hier. Jetzt hätten wir ja hier ein bisschen was. Das ist doch mal ein Motiv, oder? So, schöne graue Linie, die Eisenbahn mitten durch den Wald. Gut, da werde ich jetzt mal was versuchen. Wir sehen uns. So, hab mal versucht, ein paar Fotos zu machen da vorne auf der Schiene. Gut, wollen wir mal gucken später, was dabei was geworden ist mit den verschiedenen Einstellungen. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter durch den Wald, aber hier ist halt nur Wald. Ne? Da ist halt mit den Motiven so nicht so ganz viel los, weil man hat halt immer Wald. Aber gut, ich glaube, ich gehe mal da lang. Da kommen ein paar Brücken, ein bisschen kleine Teiche und sowas. Und später auch ein paar Häuser. Und da gucken wir mal, was da los ist. Gut, auf geht's. Dann gehen wir weiter. Und in der Hoffnung, dass wir noch ein paar hübsche Motive finden. Ja, es ist noch ganz leicht gefroren, so im Schatten hier. Aber hier und da wird sich vielleicht was finden. Mit einem Fotoamateur auf der Suche nach Motiven. Das kann was werden. Aber gut, wenn ihr Bock habt, bleibt einfach dran. Kommt mit. So, wie ihr seht, gibt es hier eine Brücke. Vielleicht lässt sich da was machen. Oder vielleicht auch hier so. Gibt es ja hier so ein bisschen so einen Graben. So durchfotografieren. Und wie gesagt, ich bin jetzt der absolute Anfänger. Ich bin auf der Suche nach Motiven und nach eventuell nachher schönen Fotos. Ich werde es euch dann später zeigen. Ich mache jetzt kein Lehrvideo. Ich werde keine Einstellungen nennen, nix. Ich fotografiere einfach. Wenn ihr irgendwas lernen wollt, könnt ihr gerne bei anderen Kollegen nachgucken, die davon was verstehen. Ne? Ich will eigentlich nur zeigen, dass ich Spaß dran habe und wie ich so ein bisschen dran gehe. Okay, gut, dann bleibt mal weiter dran, wenn ihr Spaß habt. So, mit was ich dem Spaß hier eigentlich mache, kann ich euch ja mal verraten kurz. Ich habe mir vor einem halben Jahr die Lumix G70 gekauft zum Filmen und zum Fotografieren. Und drauf habe ich einfach das Standard-Kit.
Und das ist das 12 bis 60 mm. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Gut, man könnte hier und da ab und zu mal schon mal ein lichtstärkeres Objektiv haben. Aber hab doch meiner Meinung nach schon einige gute Sachen hinbekommen. So, jetzt hatte ich da im Hintergrund mal so einen Zaun entdeckt und ich habe gedacht, ich mache mal ein paar Fotos. Ja, ob es was wird, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, das werden wir uns später angucken. Gut, ich dachte, könnte was werden. Da geht's so weiter. Auf der Suche nach dem Fotomotiv. Ja, hier ist ein alter Baum verknurzt und abgebrochen. Was denkt ihr? Kann man da was mit draus machen? Fototechnisch meine ich. Ich versuch's mal. Bleibt mal dran. So, da erkläre ich euch schnell nochmal, wo der ganze Spaß stattfindet. Ich bin ja hier in Lübeck und da bin ich im Lauerholz. So ein kleines Waldgebiet, was auch da mehr oder weniger natürlich bewirtschaftet wird. Aber ich glaube, das habe ich in einem anderen Video schon mal erzählt. Allerdings war ich da in anderer Mission unterwegs. Aber gut, da wisst ihr, wo ich bin. Und ich latsche jetzt noch ein bisschen weiter. Und hoffe, dass ich hier und da noch was finde. Und ja, oh, gut, schauen wir mal. Kommt weiter mit, auf geht's. Ja, was schön ist, kann man nicht meckern. Ganz angenehm, schön ruhig, keiner unterwegs, also kaum einer unterwegs, sagen wir mal so. So, was habe ich jetzt eingestellt hier? Shutter Speed von 125, Blende 8, glaube ich. Aber wie gesagt, bin ja Anfänger. So, ein Kreuzungspunkt erreicht. Die Karlshöfer Schneise geht da lang. Wie sich der Rest hier nennt, ist nicht beschildert. Die Entscheidung, wo geht's weiter? Tja, wir gehen da weiter. Ja, da zieht noch so eine Dampfwolke dahin. Ja, ist auch so ein Reitweg hier, glaube ich. Nicht glaube ich, weiß ich. Ja, in die Richtung gehen wir jetzt und da vorne, das ist dann ja so ein Reitgelände, der Lippiger Reitverein hier. Es kommt doch ein bisschen Bewölkung auf, die Sonne verschwindet so ein bisschen oder wird zumindest mal ein bisschen abgedämpft. Ich sollte mit dem Licht gleich wieder dahin. Na gut, wir sind eh gleich zurück. Mal schauen, ob wir noch was finden. So. Und das Rennsal hier ist die berühmt-berüchtigte Medebeck. Naja, hier durch den Wald fließen einige solche Gräben. Ist wohl zur Entwässerung des ganzen Gebiets gedacht hier. Gut, gehen wir mal weiter. Vielleicht findet sich noch was zum Fotografieren. So, das ist dann hier die Medebeck Bifurkation. Ja, Bifurkation. Macht euch mal schlau. Aber ich glaube, das ist eben so ein Abzweig hier, den sie extra hergestellt haben. Weil sie fließt, glaube ich, so in die Richtung. Weil weiter hinten später kommt noch ein Teich, wo sich das auch sammelt dann. Vielleicht bietet sich das hier nochmal für Fotos an. Ich werde es nochmal versuchen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache Fotos.
nicht, dass mir das Ding da reinfällt. Wir gucken, ob wir so durchfüllen können auf dem Kopf. Vor Zeiten mal Ast ausgebrochen, oder wie sehe ich das? Ja, hier ist dann die vorhin erwähnte Reitanlage im Lübecker Reitverein. Ja, so richtig viele Motive kommen jetzt nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, war es das mal für heute. Wie gesagt, ich glaube, hier kommt jetzt nicht mehr viel. Deshalb werden wir das jetzt hier beenden. Oh, auch das erste Mal dahin kommt ein Zug. Das ist ja selten genug. Das nehmen wir natürlich noch mit. Dahin kommt er. Also wir fahren ganz selten mal Züge. Dreimal die Woche. Ja, ist eher so Anbindung an irgendwelche Industriegebiete. Aber gut, ist auch schön, dass man mal einen erwischt hier. Finde ich ganz gut. Selten genug, der schnellste ist er auch nicht. Na gut, muss er ja auch nicht. Der Zug da, damit auch ja keiner auf den Gleisen rumläuft. Wobei er hier kilometerweit geradeaus geht. Jetzt kommt der. Ah, ist auch nur die Lok hier, nichts hinten dran. Drecksack. Na komm, hub nochmal. Ja, cool. Dann mach's gut. Vor allen Dingen Tauben, wenn ich das richtig sehe. Bleiben sitzen da jetzt. Tauben. Eben, das Gekrächze war aber eigentlich eher ein Eichelhäher. Der hat sich aber leider vom Acker gemacht. Eigentlich. Bist du? Das hier habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Tochter. Und ich kann das Ding nur empfehlen. Ein super geiles Fernglas ist das. Ein Eschenbach 1025. Jetzt muss ich die Brille aufsetzen. Wo ist sie? Da. Und dann gucken wir mal, was noch mehr drauf steht. Also, ein Eschenbach Arena F 1025B. Kann ich nur empfehlen, ein super Teil. Super scharfe Bilder. Also, Freunde, wer ein Fernglas sucht, was schön in die Tasche passt und ein bisschen qualitativ hochwertig ist, das ist es. Da ist es. Meine persönliche Meinung. Und das Schöne ist, ich hatte noch eins von, ja, hatte ich mir mal vor 10 Jahren gekauft. Also von Chibo, gleiche Auflösung, sag ich mal, 10 auf 25, habe ich dann jetzt die Tage mal getestet. Überhaupt kein Vergleich. Das ist es. Das andere hat es auch erstmal getan, aber wenn man sowas in der Hand gehabt hat, okay, genug gelabert. Das war's, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein bisschen Eis drauf, ne?